Willkommen bei Sozial- und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Sagen und Denken. Sagen und Denken sind auch wie Theorie und Praxis zwei unterschiedliche Schuhe. Gehören zwar zusammen, muss man aber trennen. Das, im Berufsleben ist es so, das was man denkt, kann man auch nur teilweise auch wirklich manchmal sagen. In meiner Branche, in der Kinder- und Jugendbetreuung, ist es so, das, was ich denke, kann ich nicht so sagen, wie ich es denke, sondern muss ich irgendwie umschreiben oder in einem freundlichen Paket verpacken. Damit es auch korrekt rüberkommt. In anderen Berufen, da hat man quasi eine Gotterschnauze. Da kann man sagen, was man will. Das interessiert eh keinen. Aber meistens ist es so, das was man denkt, sollte man auch mal sagen, aber fein umschrieben, denn manchmal denkt man sich auch, was soll der ganze Mist. Man sollte es aber nicht sagen, weil sonst denkt zum Beispiel ein Arbeitgeber, der hat keine Lust zu arbeiten. Aber dabei ist es so, ich habe immer nur keinen Bock früh aufzustehen. Ich freue mich mal auf die nächste Mittelschicht. Deswegen sollte man diese Sache umschreiben. Dass man sollte dann lieber sagen, man möchte einen Schichtwechsel und nicht, ich habe keine Lust. Also zum Beispiel Sagen und Denken. Im schulischen Bereich oder den Kollegen kann man auch mal sagen, was man denkt. Gegenüber den Eltern muss man es fein säuberlich umschreiben. Im medizinischen Bereich sollte man sagen, was man denkt, weil sonst kann keine richtige Therapie oder Behandlung beginnen. In anderen Bereichen kann ich jetzt nicht so genau sagen. Im Kurierbereich weiß ich noch, dass ja, was man denkt, da kann man frei Schnauze reden. In anderen Bereichen muss man eben rausfinden, wie die Kollegen drauf sind, ob sie es tolerieren oder nicht tolerieren. Oder ob man lieber den Mund hält und die aber reden lässt. Das war es im Thema Sagen und Denken. Man muss aufpassen, sonst stößt man ganz schnell an. Ja. Schönen Tag noch.